Heute möchte ich dir einen Tipp mit auf den Weg geben, wie du Herausforderungen in deinem Leben meisterst, wenn du dich auf dem Weg zu deinem Herzen auf der Zielgeraden befindest. Hallo, ich grüße dich erstmal ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Wenn ich eben von der Zielgeraden gesprochen habe, dann meine ich nicht, dass das Ziel schon in greifbarer Nähe ist. Denn sobald du dich auf deinen Weg begibst, auch wenn du das Endziel noch nicht siehst, letzten Endes, ob das noch 1000 Schritte sind oder ob es noch 1 Million Schritte sind oder ob es nur noch 100 Schritte sind, du bist immer auf der Zielgeraden. Und das Thema, das dahinter steckt, warum wir unsere Ziele nicht erreichen, ist, dass wir einfach oftmals viel zu früh aufgeben oder auch manchmal kurz vor dem Ziel aufgeben, weil da ein riesen Felsbrocken im Weg liegt, wo wir denken, ja, das soll dann jetzt nicht sein und dann kehren wir wieder zurück, ziehen uns wieder in unser Schneckenhaus zurück. Oder es liegen ein paar Steine im Weg oder es ist eine Schranke da, um es einfach alles mal bildlich zu verdeutlichen. Wenn wir dann in der Tierwelt schauen, was machen die Ameisen zum Beispiel, wenn sie auf ihrem Weg spüren, Termiten sind ja blind, wenn sie spüren auf dem Weg, da ist Widerstand da, da geht es geradeaus nicht weiter. Entweder sie klettern drüber oder sie gehen oder rechts oder links vorbei. Und das Ganze können wir Menschen ebenso machen. Wenn wir fühlen, da ist ein Felsbrocken vor uns, also eine riesengroße Herausforderung und dahinter befindet sich aber mein Ziel. Ich sehe das immer gerne so ein bisschen als Test vom Universum auch an. Damit gelingt es mir spielerisch und leichter damit umzugehen, dass da eine höhere Instanz mich quasi fragt, ja, meisterst du jetzt wirklich dein Leben? Willst du dein Ziel, das dahinter liegt, wirklich erreichen? Oder machst du einen Rückzieher? Und dann erinnere ich mich an meine innere Kraft, die auch in dir steckt. Auch du hast eine innere Kraftquelle selbst. Und dann kannst du auch die mobilisieren, so wie ich diese in diesem Moment mobilisiere. Entweder klettere ich drüber oder wenn ich den Eindruck habe, der Felsbrocken, der ist mir jetzt wirklich eine Hausnummer zu groß, behalte ich trotzdem mein Ziel im Auge und schaue eben, wie ich rechts oder links an diesem Felsbrocken eben vorbeikomme. Also immer ganz individuell, so individuell, wie der Weg sich einfach einem auch offenbart. Wichtig ist, das Ziel im Auge zu behalten und nie, nie, nie aufzugeben und immer an sich selbst zu glauben. Das wünsche ich dir auch aus ganzem Herzen, also bleib auf dem Weg deines Herzens, meistere die Herausforderungen und rück die Steine beiseite oder geh drumherum. Stell dir das immer wieder als Metapher vor und du wirst sehen, Türe und Tore werden sich weiter auch für dich öffnen. Danke für dein Dabeisein, bleib auf deinem Weg, alles Liebe, bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Irmgard.